Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial. Heute werden wir uns mit einem weiteren Beispiel zum Thema Ersatzspannungsquellen befassen. In diesem Beispiel hier soll das elektrische Netzwerk so umgewandelt werden, dass man zum Schluss nur noch zwei reale Spannungsquellen, nämlich UQ1 und UQ2, vorliegen hat. Wir haben es hier nicht mit Zahlenwerten zu tun, sondern wir werden es also ganz allgemein ausrechnen. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir haben insgesamt vier reale Stromquellen vorliegen, nämlich hier oben, da und da oben. Was können wir also tun, um das Ganze weiter zu vereinfachen? Zwei Dinge sind besonders auffällig. Zunächst einmal hier unten. Diese Punkte liegen alle elektrisch auf demselben Potential. Wir können also hier eine durchgängige elektrische Linie einzeichnen. Das macht es vielleicht für einige etwas übersichtlicher. Dann haben wir hier oben zwei Knoten. Auch die liegen auf dem elektrisch gleichen Potential, weil sich dazwischen kein elektrisches Bauteil befindet. Wir können also, um uns das im Folgenden etwas leichter zu machen, um die realen Stromquellen in reale Spannungsquellen umzuwandeln, hier an diesem violett umkringelten Bereich, hier das also nach links und rechts weiter auseinanderziehen. Das haben wir jetzt hier einmal gemacht. Und das macht es gerade am Anfang etwas leichter, wenn man Stromquellen in Spannungsquellen umwandeln möchte oder auch vielleicht umgekehrt. Wer Näheres darüber wissen möchte, wie man Stromquellen in Spannungsquellen umwandelt, Spannungsquellen in Stromquellen, diese ganze Thematik Ersatzspannungsquelle, Ersatzstromquelle, Methode der Ersatzspannungsquelle und so weiter, also ein souveränes Handhaben von Quellen innerhalb von elektrischen Netzwerken, schaut doch mal einfach vorbei bei meinen Udemy-Kursen. Link befindet sich unten in der Infobox. Da bekommt ihr also eine richtig solide Grundlage, die also für Klausuren auch besonders hilfreich ist. Ja, schaut doch mal rein, ich würde mich freuen. Hier in diesem Beispiel gehen wir jetzt also sukzessive hin und wandeln die realen Stromquellen in reale Spannungsquellen um. Warum dürfen wir das tun? Oder warum tun wir das überhaupt? Also erstmal ist in der Aufgabe natürlich gefragt, zum Schluss, wir wollen zwei reale Spannungsquellen haben und wir dürfen jetzt hier, und das Ganze ist zielführend, wenn wir die realen Stromquellen hier in reale Spannungsquellen umwandeln, weil wenn wir zwei Spannungsquellen in Reihe haben, also in Serie, dann dürfen wir die einfach addieren. Wenn wir die parallel vorliegen hätten, ginge das natürlich nicht. So, hier dürfen wir das aber, weil wir sehen jetzt hier, haben wir eine Stromquelle und die liegt in Reihe mit dieser Stromquelle. Das heißt, wenn wir jetzt diese beiden umwandeln, liegen die in Reihe. Also jetzt hier in der Zeichnung oben ist eine und hier ist eine, aber das entspricht dann einer Reihenschaltung. Wie tun wir das Ganze? Immer also hier vier reale Stromquellen und die Umwandlung erfolgt jetzt mit diesem relativ einfachen Zusammenhang. Der steht hier links unten, U-Quelle gleich EI mal EQ. EI ist der Innenwiderstand. Der liegt im Falle einer realen Stromquelle immer parallel zu der eigentlichen idealen Stromquelle. Das ist also natürlich erstmal Voraussetzung. Dann dieses I-Quelle kennzeichnet den Strom, der aus der Stromquelle rauskommt. Und UQ ist dann die Spannung unserer neuen Spannungsquelle, die wir dann nach der Umwandlung vorliegen haben. Ganz wichtig ist hierbei, und da geht auch die, gehen die meisten Sachen eigentlich auch immer schief in Klausuren, ist die Handhabung der Pfeilrichtungen. Ist also so, wenn wir hier, wir gucken mal hier links hin, hier haben wir den Strom, der geht also so in die Stromquelle rein. Also der kommt praktisch unten aus der Stromquelle heraus. Das heißt also, dass dann unsere Pfeilrichtung der neuen Spannungsquelle muss dann in die entgegengesetzte Richtung, also in diesem Fall nach oben zeigen. Oder wenn wir jetzt mal in die Stromquelle gucken, da geht der Strompfeil nach rechts. Heißt also, dass unser Spannungspfeil unserer Spannungsquelle, die wir dann gleich haben werden, der muss dann also nach links zeigen und so weiter und so fort. Also hier Strompfeil nach links heißt Spannungspfeil nach rechts. Machen wir den auch noch hier rechts. Also I03 weist nach unten. Das heißt also, die Spannungsquelle muss dann deren Pfeil nach oben haben. Also da immer auf eine saubere Handhabung der Pfeilrichtung achten, sonst gibt es da leider Punkteabzug. So, jetzt haben wir also hier nochmal zurück die gelb umrandeten Stromquellen umgewandelt in Spannungsquellen.
Um das Ganze nochmal nachvollziehen zu können, habe ich hier die Knoten nochmal alle einzeln durchnummeriert. Also hier sind Knoten 1 und 2. Nochmal zurück, hier war Knoten 1 und 2, R2 bleibt. Und hier an Knoten 1 hängt jetzt diese Spannungsquelle. Bei der Spannungsquelle hat man den Innenwiderstand, der vorher bei der Stromquelle parallel war, in Reihe gesetzt. Und wichtig nochmal hier jetzt die Pfeile. Hier zeigt der Spannungspfeil nach oben. Vorher war der Strompfeil wies nach unten. Unsere Formel ist RI mal IQ. Wir haben es hier nicht mit Zahlenwerten zu tun, sondern wir handhaben jetzt hier die allgemeinen Ausdrücke. Und wir haben jetzt hier für U Quelle an dieser Stelle, also R1 mal I01. I01 war, nochmal zurück, der Stromquelle an dieser Stelle. Hier haben wir zwischen Knoten 2 und 3 ist jetzt diese neue Spannungsquelle. Hier ist die neue Spannungsquelle auch mit I02 mal R4. Und hier ganz rechts haben wir I03 mal R6. Der Spannungspfeil zeigt es hier also nach oben. Jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt können wir nochmal hier diese drei Widerstände, die in Reihe liegen, hier auch türkis umrandet, die können wir einfach alle addieren. Wäre hier R1 plus R2 plus R3, hier R4 plus R5 plus R6. Zahlenwerte haben wir keine, ist egal. Es geht hier einfach um das Prinzip, wie man so etwas handhabt. So, jetzt haben wir hier einmal eine linke Seite und wir haben eine rechte Seite. Gefragt war oder gefordert in der Aufgabe, dass man zum Schluss zwei reale Spannungsquellen vorliegen hat. Jetzt schauen wir einmal hier hin. Wir haben hier einmal I02 mal R3, also den Ausdruck für die eine Spannungsquelle. Und hier I01 mal R1. Jetzt sieht man schon, der Pfeil ragt nach oben und der andere Pfeil ragt in die Richtung, also die stoßen praktisch so aneinander. Wenn wir uns jetzt an die Konvention halten, und das ist immer auch ganz gut, wenn man das im Kopf klar hat, welche Pfeilrichtung man bevorzugt, da muss man in der Klausur nicht groß drüber nachdenken, sondern dann sieht man einfach den klaren Weg vor sich. Dann haben wir hier die Summe aus dieser Spannungsquelle und dieser Spannungsquelle. Ist also hier, wenn wir diese Pfeilrichtung behalten, also den Pfeil schieben wir nach links, der weist dann nach unten, haben wir also I02 mal R3 minus I01 mal R1, weil der hier wirkt dem entgegen. Ne? Also der weist nach unten und der weist nach oben. Ne? Deswegen haben wir den minus dem. Auf der anderen Seite ist es analog. Wenn wir diese Pfeilrichtung beibehalten wollen für unsere finale Spannungsquelle auf der rechten Seite, dann haben wir I02 mal R4 minus, weil entgegengesetzte Pfeilrichtung, minus I03 mal R6. Das fassen wir jetzt Ganze nochmal zusammen und bekommen dann diese Schaltung, wie sie hier unten aufgezeichnet ist. Also hier ist U-Quelle 1, der Pfeil zeigt nach unten. Hier ist auch U-Quelle 2, Pfeil zeigt auch nach unten. Wir gucken uns nochmal die Pfeilrichtung an, weil da gibt es immer häufig so viele Fragen. Pfeilrichtung zeigt nach unten. Das entspricht also dem hier, den haben wir nur hier links hingeschoben. Also I02 mal R3, steht hier I02 mal R3, minus I01 mal R1, weil der zeigt nach oben. Also in der Mathematik würde man sagen, der zählt positiv und der zählt negativ. Und auf der rechten Seite ist das genauso. Wir haben hier U-Quelle 2 ist I02 mal R4, also positiv. Warum? Weil hier ist unser I02 mal R4, weist in die rechte Richtung, den haben wir nur hier rechts rüber geschoben. Und dem entgegen wirkt diese Spannungsquelle mit der Bezeichnung I03 mal R6. Deswegen haben wir hier die Gesamtspannung U-Quelle 2 ist I02 mal R4 minus I03 mal R6. Ja, damit ist diese Aufgabe jetzt vollständig gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen und würde mich freuen, euch demnächst bei einem anderen Tutorial wieder hier zu sehen. Bis dahin, tschüss!